Hi Leute von eurem verschnupften Desano hier. Ich habe brandaktuelle News, was The Division 2 angeht. Und zwar hat Tom Clancy's The Division eben vor 10 Minuten was gepostet, dass das Titel-Update 22 der PTS bald hier ist. Wir beginnen damit, dass wir am September, den 19., also morgen, einen Casual-Stream machen, um alles runterzubrechen, was die neuen Seasons und was das Season-Update zu bieten hat, und es wird über Seasons 2.0 gesprochen. Ich bin mega gespannt. Ich habe es eigentlich schon Mitte September erwartet, jetzt am 19. Das ist auf jeden Fall okay, könnte noch dann passen mit Anfang Oktober dann die neue Season. Klingt auf jeden Fall ganz geil. Das Ganze beginnt wohl morgen um 15 Uhr hier und wo natürlich auf dem The Division Livestream auf Twitch. Oder halt auf, auf Tube. Ich hoffe, dass sie auf Tube auch machen, dass ich ein bisschen zurückspulen kann. Ich werde ein bisschen brauchen. Und bringt eure Fragen und wir sehen uns da. So, das Ganze, der Preload wird dann auch morgen starten für den PTS. Und der Testserver öffnet dann am 20. und closed dann am Montag, den 23. Ich muss kurz gucken. Ja, am Montag, den 23. Ich bin mal gespannt, ob die Zeit ausreicht. Ich hoffe ja, dass mal nicht nur einen neuen Kram kriegen, der eh kommen wird, sondern dass man auch ein bisschen reingucken kann in die Season 2.0. Ist auf jeden Fall mal eine Sache, wo ich mich wirklich drauf freue, was The Division angeht. Und ich bin wirklich gespannt, was sie da für eine Lösung gefunden haben, dadurch, dass die Season-Charaktere gecancelt wurden. Ich möchte nur noch mal ein bisschen, mal ganz kurz was dazu sagen, was ich persönlich total geil fände. Wäre, wenn sie irgendwie das so handhaben würden, wie wenn man einen Hardcore-Charakter macht, dass man irgendwie doch einen Season-Char machen kann, man das Ganze aber auch mit seinem normalen Charakter machen könnte, aber der Season-Char irgendwie in so einer eigenen kleinen Bubble drin ist, ne? Dass du also nur mit den Season-Chars dann spielen kannst und dass das dann nochmal ein anderes Erlebnis ist. Also, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie uns da vor die Füße werfen, eventuell wird das ja was. So, das war's von mir, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video und auf jeden Fall zum Auseinanderbrechen der Seasons 2.0. Macht's gut. Bye.